Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, nachdem Ikuya beendet wurde, sprach ich mir, ich spiele jetzt was anderes, was Neues. Und ja, deswegen habe ich mich für Portal entschieden. Ein Spiel, was ich unerwartet jetzt noch nie gespielt habe. Ich kenne das Spiel ziemlich gut, also aus dem Internet und so. Ja, um was das Spiel geht, so halbwegs, dass es um Portale geht und so, dass es Portale gibt und auch aus anderen Spielen, die das imitiert haben, auf verschiedene Weisen. Ja, das Spiel selbst habe ich nie gespielt. Deswegen wird es auch ein Blind Let's Play sein. Und ich bin wieder alleine, weil, ja, Nils brauchen wir heute nicht. Das wäre komisch, in so einem Spiel zu haben. Und ja, habe ich was vergessen? Nein, habe ich nicht. Deswegen würde ich sagen, legen wir los mit dem Spiel. Kapitel 1, Testkammer 00. Ich habe übrigens die Untertitel angemacht, damit man, falls man was nicht versteht, das sehen kann. Okay. Türgeräusch. Wie heißt die Steuerung? Maus ist okay. Ist alles okay. Ist alles gut. Und da sieht man 8. Da ist niemand. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar mucho. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh. Das sieht ziemlich sick aus und ich habe die Tasse umgeworfen. Das tut mir natürlich leid, jetzt kann ich nichts mehr trinken. Und das Checkboard. Kann ich das Radio auch umwerfen? Okay, das ist cool, dass man alles umwerfen kann. Gehen wir rein. Okay, diese Portale sind ziemlich cool. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, ich habe keine Ahnung davon. Aber ja, das ist ziemlich cool. So. Was bist du? Okay, das braucht uns. Die auch. Okay. Was ist das? Die Kamera ist so ein bisschen nach oben geschoben. Da ist ein Würfel. E-Objekt aufheben. Okay, das ist ziemlich cool. So physikmäßig. Wenn man das aufhebt, dann fallen ist das Feuer. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Okay, das heißt, wir können manche Dinge hier nicht durchtragen. Also, ja, einfach so eine Barriere. Oh, Aperture Laboratories. Das ist also deren Logo. Also die Untertitel für Geräusche hätte man nicht einführen sollen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich glaube, ich weiß, dass das ein Türgeräusch ist. 01. Was heißt die 4? 4 Versuche oder? Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Was? Hä? Das Portal war doch hier hinten. Warum ist es jetzt da hinten? So. Ah, ich verstehe. Das wechselt immer ab. Okay.
Es hat mich schon bereits überfordert. So. So, jetzt muss ich hier drauf. Perfekt. Und dann bitte hier. Okay, okay. Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Und warum nicht? Kannst du mir das bitte erklären? Vielleicht möchte ich hier verweilen. Vielleicht ist es mein neues Hobby. Das scheint ziemlich alt zu sein. Ladedaten. Okay. Okay, okay, okay. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Das klang jetzt ziemlich ekelhaft. Und auf einmal das Spiel auch ein bisschen laut ist. Oh. Oh, da habe ich wohl ja nicht geschafft. Das hier ist die Portal Gun. Oh, wenn ich später schieße, dann kommt auch jedes Mal der Untertitel. Das wird ja nervig. Okay, und... Okay. Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin möchte? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Wie aktiviere ich das andere? Kann mir das schon mal erklären. Maus 2, hä? Ich muss noch gucken, in diesen Untertiteln, ob man da interessant, nur Dialoge. Okay, aha. Ich weiß, es ist sehr professionell, wenn man mitten in der Aufnahme Sachen ändert. Aber ich blick gerade nicht, wie ich das aktiviere. Oder ist es da festgebunden, kann das sein? Ich kann es deswegen nicht aktivieren. Wäre zumindest möglich. Kann ich es mitnehmen? Ich kann ihn mitnehmen. Also wird geleert. Hier funktioniert es nicht. Okay. Ziemlich cool. So. Okay. 03. Sich in die Kammerschleuse. Und was wenn nicht? Warst du schon als Rätsel? Das war nicht sehr besonders gut. Schwer. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Okay. Ladedaten.
Wo sind wir denn jetzt? Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Echt, bin ich das nicht. Das ist unerwartet. Ich dachte, ich bin ziemlich schlecht. Ich schätze, ich muss den Würfel hier hochbringen. Aha. Aha. Interessant. Ich kann das orange Portal nicht verschieben. Wie es aussieht. So. Auch das war wieder sehr gut. Nee. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Visionär am Mikro kommt. Die sind ganz auf sich selbst gestellt. Viel Glück. Das ist natürlich krass. Okay. Nicht überwacht. Sie wird nicht überwacht. Hey, die wird doch nicht überwacht. Nein, nein. Was überwacht? Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Wie soll ich das anstellen? Ach so, da ist der andere Würfel. Und da ist das. Achso, ich wollte gerade sagen, wie soll ich da hochkommen? So. Gehen jetzt dahin. Dann gehen wir dahin und. Hätte fast geklappt. Und dann gehen wir hier hin und. Machen das so. Und so. Geht doch. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ich wusste es. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, okay. Interessant. Gleich kommt wieder Ladedaten. Also immer nach 2 Testräumen. Ich wusste es doch. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon erwartet. Das war halt schon krass. Was ist das? Ein Partikel. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Was ich machen muss, ist klar. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. So HTML-Codes. Okay. Sind wir weiter? Ich schaue mal auf die Zeit. Und wie ich sehe, würde ich sagen, dass ich den Part hier beende. Und welche Portale wir danach schließen, das sehen wir im nächsten Part von Portal. Gucken wir uns noch die Kammer an. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall, wie das Ganze weitergeht, das ist im nächsten Part von Portal. Bis dahin, Alola.